Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9 Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytik. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 35. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema. Ja, ich weiß, ich kann es nicht lassen, also mir kommt immer am Anfang ein interessantes Thema, aber ich, ich finde es auch so. Gell? Ich glaube, es wird ganz ein ganz interessantes Thema, wird ganz eine interessante Sendung werden. Heute zum Thema Gewalt im Alter. Mein heutiger Studiogast hier in der Sendung, Egon Lamprecht, Bezirksanwalt bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Ganz genau. Ja. ja, fein, dass du da bist. Fein. Ich danke sehr auch für die Einladung. Mhm. Ich bin sehr gefreut. Egon, bevor wir so diesen existenziellen Stickbrief wieder machen, mhm. so wie es die Hörer Hörerinnen gewohnt sind, dass sie sich ein bisschen ein Bild von dir machen können. Vielleicht sagst du uns was vom ersten Lied. Das, glaube ich, war ja ganz ein ganz besonderes Lied. Ah, ja. Das war ein, ein Lied, wo meine Tochter Theresa mitgespielt hat. Die haben eine, eine Geigenmusik, Oberländer Geigenmusik mhm. äh, nennt sich die. Und da gibt es eine Untergruppe, und die heißt Die Sortenkuschler. Die Sortenkuschler. Die Sortenkuschler. Ja. Und da hat, da hat sie also mitgespielt und ist also begeisterte Musikantin. Ja, und später schöne Musik. Was für Instrument hat sie da gespielt? Da hat sie ähm, Hackbrettel gespielt. Ich, ich, ich hoffe, das passt. Im Prinzip spielt sie an der Geigen. Mhm. Ja. Okay, okay. ja schön, schön. Ja, dann grüßen wir sie sehr schön, deine Tochter. Und herzlich, ja. <laughs> genau, genau. So. Ja, Egon, kurz zu diesen existenziellen Steckbrief, dass sich die Leute ein bisschen was vorstellen können von dir. Äh, irgendwann, was fällt dein zu so geboren? Ja, ich bin äh, 1958 geboren. Okay. Mhm. <laughs> und wohne in Telfs und ja. bin verheiratet. Mhm. Meine liebe Gattin ist äh, in Telfs an der Hauptschule und unterrichtet Religion. Ah, okay, okay. Da hat er sich nicht das Leichteste ausgesucht, aber... Sie macht es gern und mit viel Hingabe und Begeisterung. Mhm. Und wir haben zwei wunderbare Kinder. Mhm. Und der Sohn Michael, der ist also im juristisch-technischen Bereich. Die Theresa unterrichtet am Gymnasium. Mhm. Egon, was fällt dir denn ein, zur aufgewachsen? Da fällt mir ein, dass hier wunderschöne Jugend kommt. In, zuerst aufgewachsen in der Michael-Geißmeier-Straße 1. Ah, okay, okay, da wo die Michael-Geißmeier-Schule es. Okay. Das war früher, früher eine Geburtenstation, Aha. dann später Krieg äh, und jetzt das Landesmuseum da drinnen. Und da hat mein Vater als Portier dürfen beginnen äh, zu arbeiten, der war Kriegsinvalide und der hat dort unten äh, in den Kellerräumen äh, drei Räume gekriegt äh, als Dienstwohnung und dort waren meine ersten Lebensjahre waren wunderbar da wir nach hinten aus in den Gerichtsgarten einen Garten gehabt das hat das war Spaßig mhm. okay später sind wir dann übersiedelt nach Sadrach eine eher noblere Gegend und meine Eltern waren eigentlich immer bei uns bei mir Vater war ganz einfacher Mutter kam aus einer Familie mit, mit zehn Kindern und war eine gute Pädagogin mhm. und ich erinnere mich noch sehr gerne an beide Mittler, mittlerweile sind beide verstorben mhm. die Eltern und ich habe zwei Geschwister eben einen Lehrer einen Bruder der ist Lehrer mhm. oder war Lehrer und eine Schwester, die war Kindergärtnerin, hat dann selber vier Kinder zur Welt gebracht. Also, wir sind eine kinderreiche Familie. Mhm. Und das klingt, denke so, ja. mal, wohl behütet, ja. Okay, okay. Ja. Du, und wenn, wenn du sagst, eigentlich auf einer Ex-Geburtenstation und auf einem ja. Ex-Gericht aufgewachsen, war ja. äh, oh, das so die erste Verbindung zum Gericht, zur Staatsanwaltschaft? <laughs> das. Ja, natürlich, mein Vater, der dort gearbeitet hat, der, der hat mit mir so ein ich war so ein schlechter Schüler. Okay. Und nichts wie Wiederholungsprüfungen. Und nach der Handelsschule habe ich dann noch Wiederholungsprüfungen dort machen müssen und der Vater hat sich schon Sorgen gemacht, was es mir wert. Und dann hat er halt gefragt beim Gericht, können es nicht meinen Buben nehmen? Und die haben sich dann <laughs> äh, Überlegt, wie fleißig und wie sorgfältig der Vater immer war, und er hat gesagt, wenn er nur halb so gut wird, dann nehmen. Mhm. Und so ist es gekommen, und mittlerweile ähm, muss ich schon sagen, ist das auch eine Art ein Hause geworden. Also mhm. die Dienstbehörde liegt mir sehr am Herzen mhm. und mhm. fühle mich dort sehr gut aufgehoben. Ja. Du, wie, wie ist denn das dann weitergegangen? Wie, wie, wie können wir uns das vorstellen? Wenn, wenn du sagst, so auf der einen Seite, so äh, nicht so guter Schüler und jetzt Bezirksanwalt, wie, wie, wie kann man sich das so Werdegang vorstellen? Wie, ja, wie, wie wird man Bezirksanwalt? Äh, das war, das war damals noch ein ähm, in der Einstufung von einem Kanzleijob. Mhm. Das heißt, eine sogenannte C-Einstufung und erst jetzt vor zwei, drei Jahren hat man es da in die eine Stufe ins B, also ähnlich einem Rechtspfleger, gehieft. Mhm. Aber bis dorthin war es nicht so schwierig, man hat die Gerichtsprüfungen machen müssen, also intern und ist dann angelernt worden im Grunde genommen. Und so war das halt früher und dann hat man sich äh, in den Verhandlungssaal gesetzt und hat dort seine, seine Erfahrungen gemacht und seine ähm, Ausbildung selbst gestaltet. Ah, okay. Ja. okay. ja, spannend. Ja. Ich habe zu wenig verdient und daher habe ich sehr bald begonnen, so Anfang 90er Jahre Bauerkurse zu halten, in Strafrecht für, für Studenten zuerst. Okay. Und dann in den letzten ja, 10, 15 Jahren auch so Prüfungsvorbereitungskurse für junge angehende Anwälte und Notare. Das war spannend muss ich sagen. Eine wunderschöne Zeit. Prüfungscoaching ist schön, hat man mit den Leuten zu mhm. tun, mit dem eigenen Fach was zu tun. Mhm. Das war eine schöne Sache, aber das habe ich mittlerweile jetzt vor zwei Jahren beschlossen, dass ich das nicht mehr mache. Ich mache was anderes. Ah, okay. okay. Ja. <laughs> Ja, spannend, ja. spannend, weil, ja. weil im Internet, wenn man sucht, findet man ja immer noch diese, ja. die, diese, diese Webseite, oder? wo das, glaube ich, ja. auch nochmal angehört ja. wird. Ja. Aber das machst du nicht mehr. Den Strafbereich decke ich nicht mehr ab. Ja. Das macht jetzt die Uni Aha. sehr gut, sehr gut und ich denke, äh, das war gut für mich. Wenn man spürt, nach doch jetzt 20 oder 23 Jahren, gewisser Zenit, äh, man, man merkt, hinter dem Zenit geht es irgendwo runter Und, und ich, ich habe den Bezug nicht mehr so. Mhm. Dann ist Zeit, dass man was anderes macht und das tue ich jetzt. Mhm. Aber ich denke mir, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, so zu diesem Punkt zu kommen, oder? So ja. diese persönliche Größe zu haben, zu sehen, jetzt steht der Veränderung an. Das, was ich bis jetzt so lange gemacht habe, 23 Jahre. Genau. Oder? Das genau. hat eine gute Zeit gehabt und jetzt aber ist so es ist. gut zu beenden. So ist es. Man spürt eine innere Distanz und mhm. wenn die kommt, auch wenn der Erfolg sehr äh, präsent noch da war und, und also wirklich ich das gern gemacht habe und wahrscheinlich nach wie vor gern tun würde, aber man spürt einfach so aus mit den Paragraphen, ich, ich, ich mag mit Leuten mehr zu tun haben. Und Dinge machen, die, die noch einmal mich äh, mit anderen Leuten zusammenbringen und mir Gelegenheit geben, andere Erfahrungen zu machen. Spannend. Okay. Ja, also, klingt ja. sehr, sehr spannend. Ja. Egon, abschließend zu diesem existenziellen Steckbrief habe ich immer so diese Frage drinnen: Was machst du gern? Wie würde ich denn das beantworten? <laughs> was, ich, was ich gern tue, ist musizieren. Ja, ah, okay, okay. Ja, das, das habe ich von der Tochter. Und äh, ich spiele also Gitarre, ganz zwar nicht gut, aber, aber begeistert. Und bin beim Männergesangsverein in Delfs Und äh, fahre gern mit meiner Frau, mit dem E-Bike, äh, mit dem E-Bike durch die Gegend. Und ich denke mir, wir haben jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, äh, eine wunderschöne Zeit und wunderschöne Jahre, jedes Jahr wird schöner. Mhm. Ja, das du das im liebsten. <laughs> Schön. Egon, bevor wir genauer auf das Thema eingehen und da weiter fortführen, vielleicht auch, was sich da jetzt ja. passt ja ganz gut so, so, so anknüpfen, wenn du sagst: Okay, Veränderungen sind dir die Leute, es sind dir die Begegnungen wichtig, passt vielleicht da dieses Projekt ganz gut, an dem du äh, gearbeitet hast und arbeitest, und wieso du heute hier in der Sendung bist. Was würde an dieser Stelle für Musik gut passen? Ich würde, ich würde äh, Stickl vom Herbert Bixner spielen. Mhm. Okay, was wär's? uns Vielleicht in Passaia. In Jetzt so muss ich mal ganz kurz sagen, Stickel was für eine nah. Nummer ist denn das? Stickel 9 Stickel nah. auf der CD. Fein. Meine Damen und Herren, Sie hören, ein bisschen brauchen wir von der Technik, ich gerade die andere CD wechseln, weil unser oberer CD, unser oberes CD-Gerät hat ein bisschen einen Fehler. Jetzt gerade einen Moment. Erzähl uns ja. du dabei noch kurz ja. was und ich versuche das ja, noch zu gern. wechseln. Vielleicht ja. doch eine ganz kurze Einführung in dem, was uns danach erwartet. Vielleicht gerade in ein paar Worte. Und ja. Ich schaue dabei, ja, dass ja, ich die hier wechseln. Ja, gerne. um das Projekt Gewalt im Alter. Ähm, gewesen ist so, ich bin nach dem, äh, nachdem ich diese Baukartkurse beendet habe, ähm, in den Hospizdienst irgendwie hineingeraten und jemand hat mir da angeworben und gesagt mach die Ausbildung und das war sehr sehr spannend und das war vor zwei Jahren und im im Kreis und im Dunstkreis von, diesem, von dieser Hospizausbildung und der Hospizgemeinschaft hat es dann eben Berührung geben mit dem Thema alte leid und es hat nicht lange gedauert, da hatte ich Gelegenheit, da bei einem Projekt, meinem EU-Projekt mitzumachen, das also für Tirol und Südtirol ausgeschrieben war. Das hat sich jetzt eben genannt Gewalt im Alter. Und ja, und darüber könnte man ein bisschen reden. Genau. Ja, schön, schön. Jetzt mittlerweile spielt auch wieder die Technik mit, meine Damen und Herren. Und wir spielen Ihnen jetzt auf alle Fälle das angekündigte Stückel. Wenn Sie, vielleicht noch ganz, ganz wichtig, heute mit in der Sendung sein wollen, dann bitte melden Sie ihn. Wie Bis Sie ein bisschen mitkriegen, auch an die technischen Probleme, es handelt sich um eine Live-Sendung. Das heißt, wir hocken jetzt zeitgleich hier im Studio. Das heißt, Sie können gerne anrufen, können gerne mitreden. Die Telefonnummer hier im Studio wäre 0512 für Innsbruck und dann 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen noch mal kurz. 0512 56 02 91 11. Und dann kommen Sie live ins Studium und können Sie gerne Fragen stellen. Sie können auch gerne mitreden. Aber jetzt, wie gesagt, das angekündigte Musikstück. Meine Damen und Herren, Sie hören der existierende Mensch. Heute zum Thema Gewalt im Alter. Mein heutiger Studiogast hier in der Sendung Egon Lamprecht, Bezirksanwalt, leidenschaftlicher Musizierer, hat er von seiner Tochter gelernt oder, oder mitgekriegt. Habe ich ganz spannend gefunden, oder? Weil meistens ist es ja umgekehrt, oder? Dass so die, ja. die, die Töchter das die ja. von den ja. Vätern haben. Ja, war ganz schön. Genau. schön. Ja. Das ist so gut, dass sie mir was beibringen. Ja, ganz, ja. ganz schön. <laughs> ja. Meine Damen und Herren, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir ein bisschen im Internet schlau gemacht und bin auf einen WHO-Weltbericht äh, gestoßen. Die haben allerdings schon ein bisschen länger her, 2002, einen Weltbericht Gewalt und Gesundheit herausgebracht und sind auf die Zusammenhänge eingegangen, einfach äh, wo, in welchen Bezügen sind Menschen weltweit von Gewalt betroffen, haben auch versucht eine Definition herzunehmen bringen Richtung Gewalt, wo wir vielleicht da in im, im weitere, im weiterer Folge ein bisschen eingehen drauf. Was ich da gefunden habe, Egon, ist ja schon auch was, was, was mich schon auch zum Denken gebracht hat. Dass äh, sie sagen weltweit, dass 4 bis 6 Prozent der alten Menschen in ihren eigenen Zuhause irgendeine Form der Misshandlung erleiden, also sehr, sehr grobe Formen der Gewalt, oder? Mhm. Und 36 Prozent der Mitarbeiter von Pflegeheimen im vorangegangenen Jahr mindestens einmal Zeuge von körperlichen Misshandlungen älterer Patienten geworden sind. Das ist jetzt, wie gesagt, 2002, also schon eine lange ja. Zeit her. Aber ja. äh, was, was glaubst du denn, du? Seien die Zahlen nach wie vor gleich oder gestiegen? Oder, 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 oder was meinst du? Also, ich glaube, ich, ich könnte jetzt das gar nicht beantworten. Ja. Und zwar deshalb nicht. Weil aus meiner Beobachtung ist, so viele Arten von Gewalt gibt und man, müsst, man sp spricht jetzt da nur von Misshandlungen, mhm. die sind verschwindend. Mhm. Und, und die Wahrheit ist, die Beobachtung, die wir im ganzen Team gemacht haben, äh, einmal zunächst: die, die, die Pflegerinnen und Pfleger äh, leisten großartige äh, Dienste, äh, sind bestens ausgebildet, geschult haben beste Einstellung grundsätzlich zum, zu, zu ihrem Beruf und äh, geben ihr Bestes. Das mhm. Problem ist die Überforderung, mhm. das Problem ist ähm, die biografische Entwicklung von Pflegern, äh, weil einfach heutzutage ähm, viele den Beruf wechseln und jetzt ohne jemanden abwerten zu wollen, aber wenn ich aus einem, aus einem Beruf komme, der eher robust ist, ich sage jetzt einmal Automechaniker oder ähm, Lagerarbeiter und der macht dann der macht Pflegedienst, der hat eine andere Toleranzschwelle. So, und jetzt ist einfach ganz individuell anzuschauen, äh, wie entwickelt sich der, und das kann wunderbar äh, funktionieren, aber. Jetzt mit Zahlen da operieren würde, ich, das würde ich vermeiden. Aber nach meiner Beobachtung ist, kommen schon Dinge vor, die man unter ein besseres Licht stellen sollte. Und das Projekt zielt genau auf das ab. Unser Projekt will sensibilisieren. Das heißt, das Bewusstseinsbildung machen, das funktioniert wie in einem Zug. Da, da sind alle auf dem Weg, aber manche stecken nur im Tunnel und manche sind schon erhellt und sehen, äh, das geht nicht. Also ich kann nicht Unangemessenheiten im Ton oder in mich körperlich vergreifen oder eine strukturelle Gewalt nach Belieben anwenden. Das geht einfach nicht mehr. Und der Trick ist, dass man von der Führungsspitze her auch äh, Plattformen schafft, das zu artikulieren, dass man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, ermuntert, äh, Dinge zu sagen, was sie beobachten, und, äh, und auch bis hin zur Putzfrau auf Atmosphäre schaut. Und schaut, dass man in einem Heim äh, ein Problem aufstellt, ein Little singt. Äh, bastelt, es tun sowieso, aber äh, diese Unangemessenheiten im Ton vermeidet und wenn es jemand beobachtet, es auch, den Raum hat es auch zu sagen. Mhm. Das käme mir jetzt einmal wichtig vor. Ja. Weil du gesagt hast, so Problemlaufstellen, äh, atmosphärisch was zu schaffen. Ja. Was hat das mit Gewalt oder, oder Nicht Gewalt zu tun? Äh, ganz viel. Ja, inwiefern? Weil äh, egal, was man an Entspannung tun, äh, die, die Wahrnehmung im Heim wird der andere. Wenn sich Pfleger und Pflegerinnen und das Heimpersonal überhaupt bemüht, um zu aufzustellen, dann werden sie sich auch bemühen, einen guten Ton zu finden. Mhm. An das ich. Und wenn sie. Spüren, dort ist auch die Jungen spüren, da ist ein bestimmter Stil und eine bestimmte Führungsqualität in diesem Heim äh, zugegen, dann richten sie die danach. Mhm. Es gibt da natürlich Grauzonen, die aus Überlastungsgründen, wie gesagt, schaffen, wo zu wenig Personal da ist, wo da ist wirklich äh, Ausbildung gefragt und, und auch Know-how gefragt. Mhm. Egon, wir können wir es uns eigentlich vorstellen? Wie kommt es denn zu so einem Projekt? Du hast gesagt, okay, du hast zuerst aus Spitz gearbeitet, bist noch mhm. so in dieses Thema mhm. auch selber hereingekommen mhm. oder hast so eine Verbindung zu diesem mhm. Thema gehabt. Aber wie kommt die EU generell zu dem, okay, das machen wir als Projekt? Das Land Tirol okay, ja? hat dieses Projekt ähm, äh, initiiert mhm. gemeinsam mit dem Land Südtirol und hat da denke ich, ähm, große Beträge in die Hand genommen also denen ist es was wert mhm. die sind hergegangen und haben gesagt wir machen ein Projekt und wir machen es so dass es nach EU-Richtlinien also EU-Richtlinien entspricht okay. aber in erster Linie war war das gemeinsame Vorgehen, das Finden gemeinsamer Ausbildungsrichtlinien ähm, im Vordergrund? Mhm. Und dort haben zunächst einmal 36 Leute daran gearbeitet. Mhm. Ich selbst war ähm, nur eingebunden im unteren Feld der, äh, der Rechtsabteilung, wenn ich das so sagen darf. Unsere Aufgabe war, das Heimaufenthaltsgesetz ein bisschen zu beleuchten mit den Leuten und vor allem auf meiner Seite jetzt durchzugehen, was ist Gewalt, wo fängt Gewalt an, was, äh, was ist noch nicht strafrechtlich relevant, könnte aber relevant werden, da sind schon, da stecken schon interessante Themen. Da müsste man vielleicht ein Beispiel erzählen. Mhm. Mhm. Ja. Gerne. Äh, stellen Sie sich vor, ein, äh, ein ein türkischer Heimbewohner wohnt im Heim seit kurzer Zeit und wird besucht von der Heimanwältin. Und die fragt, wie es geht, und fragt die Pflegerin, wie es geht, und die Pflegeleitung. Und die sagen, ja, wunderbar. Und eine von den Pflegerinnen sagt, ja, aber jetzt ist er drei Wochen da. Am Anfang war es schon schwierig, aber mittlerweile, da frißt da ein Schnitzel. Und alle denken sich, oh, wird es das jetzt, das ist ja so ein türkischer Heimbewohner, der drei Wochen gebraucht hat, bis er ein Schnitzel auch gegessen hat? Das kann es jetzt nicht sein. Jetzt haben wir uns überlegt, ist es zwingen, etwas zu essen? Oder das Essen verweigern, wenn er das Schnitzel nicht isst, ist das strafrechtlich relevant. Und dann würde jeder sagen: ah, Das ist jetzt nur kein Strafrecht, das ist jetzt vielleicht unangenehm oder disziplinarrechtlich vielleicht von Bedeutung, aber nur vielleicht. Und wir sind dann aber zum Ergebnis gekommen: Da gibt es eine neue Bestimmung. Die ist interessant und die heißt fortgesetzte Gewaltausübung. Das heißt, wenn ich. Wenn ich äh, über längere Zeit in einer bestimmten Intensität am alten Menschen die autonome Lebensführung äh, beeinträchtige oder überhaupt wegnehme, wird es relevant. Und zwar in einer ganz hohen Strafdrohung. Und hohe Strafdrohung ist immer damit verbunden, dass die Zuschauer auch dran sein. Also man muss wissen, wenn jemand sich immer wieder in sehr unangemessener Art und Weise über einen alten Menschen hermacht, ihn unterwirft und es über bestimmte Zeit passiert, wird es gefährlich, strafrechtlich gesehen, und auch für die, die zuschauen. Ich finde das also ganz beachtlich und auch in, in den neueren Bestimmungen äh, und Entscheidungen sind auch diese Beispiele drin, mit der Freiheitsentziehung, Freiheitsbeschränkung durch Sedieren. Das ist also mehr als nur eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des Heimaufenthaltsgesetzes. Das hat auch strafrechtliche Relevanz in Richtung fortgesetzte Gewaltausübung. Äh, Nicht, dass man das jetzt kriminalisieren will. Es geht darum zu sagen, so, da ist die Grenze, das geht so nicht mehr. Jetzt müssen wir aber was tun. Das müssen wir anpacken, das müssen wir reden. Da können wir nicht mehr zuschauen. Das geht einfach nicht mehr. Und dort haben wir, angesetzt mit unseren Workshops, mit den Vorträgen, und es hat bestens funktioniert. Die Leute haben so gute Resonanz geboten, waren froh, dass man sich kümmert um das Thema. Und ähm, wie ich weiß, hat sich mittlerweile auch die Klinik darum bemüht. Also, es tut sich wirklich viel. Das Land Tirol äh, sieht hier Bedarf und tut auch was, aus meiner Sicht. Das finde ich gescheit. Mhm. Ja. Egon, an dieser Stelle spielen wir wieder Musik ein. Ja, fein. Fein. Spielen wir noch einen Pixner. Ja, gern. Den Pixner mag ich so gern. Mhm. Äh, ich mag die Mischung zwischen Volksmusik und Jazz so gern. Äh, vielleicht spielen wir das Stickel 4, äh, The Beautiful Seeress, also die schöne Wahrsagerin. Die schöne Wahrsagerin, okay. Ja, ja gerne. <laughs> Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad 105,9. Im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen die Sie können diese Sendung auch nachhören. Da gehen Sie bitte einfach auf www.sin-los.at. Da finden Sie zum einen die Links zu den vergangenen Sendungen. Die können Sie auf YouTube, auf iTunes nachhören oder auf der CBA-Datenbank. Dann leider ohne Musik. Und Sie finden auch weitere Informationen. Zu den zukünftigen Sendungen, geplanten Sendungen und natürlich zu den Studiogästen. Auch zum heutigen Studiogast Egon Lamprecht, Bezirksanwalt, finden Sie auch weitere Informationen und Links, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Noch einmal der Aufruf an Sie alle, wenn Sie sich gerne mit einmischen wollen in die heutige Sendung. Trauen Sie Ihnen, rufen Sie an. Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91.11. und sie sind dann live im Studio. Was ich noch gefunden habe, Egon äh, Richtung Aggression, ist ein interessanter Tagungsbericht der Gesellschaft für Logotherapie Existenzanalyse, auch schon älter, auch dann einzig gegeben, aber da ist ganz ganz viel um das Thema Gewalt und Aggression gegangen. Also von dem her glaube ich passt es schon immer noch und Alfred Lengle Schreibt in Richtung Aggression, dass Aggression generell als eine spezifische Coping-Reaktion zu betrachten ist. Coping-Reaktionen sind immer so Reaktionen, wo man einfach einen Umgang finden mit irgendwelchen Bereichen. Und er sagt, es hat ein bisschen was zu tun, zum einen mit situativen Triggern, das heißt, irgendwo wird es von der Situation ausgelöst, nein, 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 das heißt, es gibt irgendeine Situation, die was Gewalt auslöst und hat auch mit einer gewissen individuellen Disposition zu tun. Das heißt, irgendwo eine Veranlagung, ein Gewordensein von uns allen. Und er sagt dann weiter, immer dann, wenn ein Mensch das Gefühl hat, der Bedrohlichkeit einer Situation nicht mehr entkommen zu können, werden aggressive Potenziale stimuliert. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesen äh, individuellen Triggern oder zu diesem individuellen Bereich, der auch noch dazukommt. Spricht er von, es gibt so Angeborenes? Es geht so um unsere Persönlichkeitseigenschaften. Es geht um unsere Lebensgeschichte, die uns unweigerlich zu dem gemacht hat, dass wir sind. Ja? Und es geht auch, und das hat ganz, ganz spannend immer wieder klungen. Die Frage, gibt es sowas, äh, um eine Energieökonomie zu tun? Das heißt, wir als Menschen sind angelegt, dass wir immer, ob wir es wollen oder nicht, ein bisschen den leichtesten Weg gehen. Das heißt, den Weg mit ähm, geringem Energieaufwand. Und das heißt, wenn wir was erreichen können mit weniger Energie, das heißt zum Beispiel mit auf Distanz gehen, äh, dann gehen wir lieber in Distanz, bevor wir dann in die Situation hineingehen. Aber wenn wir merkt, wir kommen nicht mehr aus und es geht nur. Richtung dann Gewalt, Richtung sich wehren, Richtung so ganz primäre, primäre Verhaltensweisen, was wir schon von ganz früher einfach übernommen haben, dann setzt man die ein, weil es so der einzige Ausweg in der Situation dann ist. Ja. Ja, ganz genau, ich sehe es auch so. Das hat eben mit dem, auch mit den Situationen, mit der Überlastung zu tun, mit den Biografien zu tun. Und es liegt auf der Hand, dass der Beruf eines Altenpflegers extrem belastend, psychisch belastend, ist ähm, ermüdend und, und ganz oft schwierig. es ist ja tatsache, dass die, die zahl der dementen steigt und damit auch die anforderungen an den einzelnen pfleger steigt. Ähm, die, die gefahr ist nicht so sehr, dass einem die nerven durchgehen. Man erlebt dort die, 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 die obkursten Dinge, dass jemand mit Handtüchern zuschlagt, weil ein äh, alter Mann schreit äh, und nicht gefügig ist. Dies, das kommt vor im ganz, ganz, ganz vereinzelten Fall. Ähm, mir scheint diese Energieoptimierung interessant zu sein. Nämlich dort, wo das systemhaftes äh, Verhalten erkennbar ist. Schauen wir mal. Ähm ich bin also Pfleger auf irgendeiner Station und wir haben ein Team mit wenigen Leuten und müssen jetzt in einer schwierigen Nacht mit einem Patienten fertig werden. Gut. So. Jetzt gibt es da eine Studie, die feststellt, unsere Alten schlafen zu lang. Kurz gesagt. Es gibt möglicherweise für einzelne Zugriff auf sedierende Medikamente. Das heißt, der Ausweg für den Pfleger, wenn er nicht mehr, mehr zu kommt, ist, dass der eben ähm, ein Medikament gibt, wo er schlaft. Unzulässig, selbstverständlich braucht man nicht reden. Und es kommt bitte, äh, das sind extreme Einzelfälle, weil in aller Regel da natürlich ärztliche Beobachtung stattfindet. Aber das ist genau der Trick. Der, der Arzt, der verschreibt so auch nicht regelmäßig, sondern nur vereinzelt so der Fall. Der Arzt verschreibt eine Bedarfsmedikation. Das heißt, da der der, haben wir einen bestimmten äh, Heimbewohner, der verhält sich schwierig und der Arzt sagt, gut, da habt ihr jetzt eine Tablettenration und wenn er wieder den Anfall hat, dann gebt ihm wieder eine halbe. Jetzt mal so salopp gesagt. Jetzt ist es so, fürs Erste bleibt dann am Pfleger selbst stecken, Wann denn jetzt wieder die Indikation wäre, dem so eine Tabletten zu geben, das ist eine eigene Frage. Und da wird nicht immer der Arzt geholt, sondern das, diese Frage hemmt so oft einmal am Pfleger selbst oder an der Pflegedienstleitung selbst. Und ich sage jetzt nochmal im Zweifel, geben Sie ihm die Tabletten. Aber der Missbrauch ist jetzt folgender: Einer, der in der Seilschaft arbeitet, also im System, der sagt, du mir es uns fein und geht her und schreibt auch halbe Tabletten dem Patienten zu, gibt es ihm aber nicht. Das heißt, er schafft sich Tablettenreserven. Das ist unsere, wie soll ich sagen, die Rückmeldung, die wir so ins Projekt gekriegt haben. Mhm. Was, was passiert da? Gell? Die, jemand richtet sich nicht alleine, äh, Tablettenreserven. So. Da muss man wissen, das macht er nicht allein. Da braucht er nur andere, die mitspielen. Und da wird es kritisch. Aber eins ist ja klar, es ist ganz eine ganz stille Gewalt, die nicht aufscheint. Gell? Da würde ich, da würd ich jetzt also schon sagen, dass man, dass man sich das jetzt hier punktuell diese Fragen anschaut. Aber, wenn ich das noch schon sagen darf, Gewalt passiert nicht dort, wo einer geschlagen wird, allein. Gewalt ist dort, wo es Reden aufhört. Und es gibt auch die, die, die Formen von Gewalt, wo ich sage, ich liebe dich, aber du gehörst mir. Das sieht man ganz oft und wo Menschen, speziell in, in, der, in der Endphase, vor lauter Liebe einfach dem ausliefert oder der Pflege, dem Pflegepersonal ausgeliefert ist, vor lauter Liebe einfach alles zugestellt, alles mitmacht, alles tut und in Wahrheit nicht mehr autonom handeln kann. Da sollte man den Hebel ein bisschen ansetzen und Bewusstseinsarbeit betreiben. Das heißt, so, wir können uns ja vorstellen, dass Hörer, Hörerinnen, äh, aus den verschiedensten Bereichen ja diese Sendung hören könnten oder es könnten Pfleger, ja. Pflegerinnen sein, ja. es könnten ähm, auch sage ich mal selber von Gewalt Betroffene sein, es könnten Angehörige sein. Ja. Gibt es da vielleicht noch was, wo du sagst, das das wären so Gedankenanregungen, die würdest gerne zu so den spezifischen Gruppen mit auf den Weg geben? Ja, ähm, ich würde spontan jetzt sagen. Hinschauen. Mut beweisen, Courage beweisen und man muss es nicht immer anzeigen und nicht immer immer gleich ähm, auf Papier bringen. Aber man muss schon wissen, die erste Übung ist immer Dokumentation, nach dem Beobachten immer dokumentieren, immer schauen, dass sie geschlossene Informationsfluss äh, äh, herkriegt und nur im gesicherten Bereich, im geschützten Bereich aufzeigen. Man, man läuft Gefahr, dass man gemobbt wird und dass man vernadert. Äh, ich würde sagen, tut das Problem abstrahieren. Das heißt, von euch wegnehmen. Tut so, als wär, hätten 100 Leute notes Problem. Und jetzt, wir wollen mal drüber reden, was passiert denn da? Und das nennt man Handlungskonzept. Äh, Handlungskonzepte sollen tunlist von der Führungsspitze her zur Verfügung gestellt werden und auch geschult werden. Das heißt, wenn Gewalt passiert, dann bitte, lasst den da und haut es nicht aus, äh, äh, tut es nicht kündigen, sondern lasst den da, der ist da bei euch gut aufkommen, aber er braucht Beratung, er braucht Schulung. Wenn der weggeht, kriegt er leicht eine Stelle, weil jeder braucht Pfleger. Dann wandert er halt in den privaten Bereich oder in den Hauskrankenpflegebereich, wo die Beobachtung überhaupt fehlt. Dort erklärt, nimmt bei nichts. Also äh, die Sendung wäre jetzt eigentlich an die, äh, an die Führungsspitzen. An die Pflegedienstleiter schafft Entspannungsräume, schafft Gesprächsräume, äh, beobachtet wer sich Haut tut, äh, und hilft denen, ein Stück des zu artikulieren, richtet zur ein Schurfig äh, sein, redet es. Also die Betroffenen quasi oder oder sagen wir so. Derjenige, der, der, der was merkt, da wird es ziemlich, ziemlich eng für ihn oder für sie, da wäre so das, wie du sagst, so in Sprache bringen, Möglichkeiten haben, so, ist, so, so, so einfach ist, äh, so von der von, von, von inneren Welt in so. etwas Äußeren zu kommen, oder? In einen Abstand auch, oder? Mhm. Spüren, der ist ja gebraucht und gewollt als Pfleger. Ja. Äh, muss froh sein, wenn man Pfleger hat und diese Ressourcen dürfen, muss man halten, muss man pflegen und das tut man mit, mit äh, Schulung, mit Ausbildung, mit klaren Richtlinien. Richtet's, das wollen wir hier bei uns und das wollen wir nicht bei uns. Und das wird formuliert und da ist jedes Heim und jede äh, Anstalt ist da individuell äh, organisiert, also macht diese Handlungskonzepte gemeinsam, möglichst aber kreativ. Das wäre wär ein guter Ansatz für mich. Mhm. Ja, schön, schön, schön. Ja. Wenn jetzt äh, jemand vielleicht von Gewalt betroffen ist, gibt es da noch einen Rat für den Betroffenen? Jetzt wollen wir so auf, das, ich, auf dieser Ebene ich, von, von der Leitungsverantwortung ja. von, dem, äh, ja. von demjenigen, der merkt, es wird für ihn eng. Wenn jetzt jemand von Gewalt betroffen ist, dann wird er schauen müssen, dass er aus der Ohnmacht kommt, indem er sich anvertraut einer Person. Okay. Zweites, dass er aus diesem Bereich wegkommt. Er muss irgendwo diesen, diesen Machtzugriff entzogen werden. Mhm. Anders geht es nicht. Okay. Äh, er die Angehörigen sollten ähm, da mit eingebunden werden und ähm, und nicht sagen, das war unglaubwürdig. Sondern geht es dem nach, wenn, das, wenn es immer wieder passiert, geht es dem nach und tut es dokumentieren. Und irgendwann schaut es, dass, dass wieder diese Kette geht, dass man sagt, zunächst, wir, wir werfen das nicht auf, sondern wir, wir wollen es zunächst beobachten und dann ins Gespräch bringen. Eine andere Möglichkeit. Gibt es fast für den Betroffenen nicht. Okay. Egon, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende der ja, Sendezeit angekommen. <laughs> ja. Die Zeit ist extrem schnell verronnen. Ja. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird sein am 7.5. Donnerstag, 7.5., Dann wird es die Jubiläumssendung zum Ende des dritten Sendungsjahres sein. Und die werde da wieder einen Rückblick machen auf das letzte Sendungsjahr. Wird sicherlich auch mit dem ein oder anderen Beitrag der Egon vorkommen und auch andere von anderen Sendungen einfach Mitschnitte, Zusammenschnitte aus den verschiedenen Sendungen. Ja, ich bedanke mich herzlich für dich, äh, bei, bei dir, dass du heute da bedanke in der Sendung warst. Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung, war sehr nett. Egon, was spielen wir zum Schluss noch? Ich würde gerne ähm, das Misty. Was ist das für eine Nummer? Das ist die Nummer 7. Ja. Ein bisschen was Jessics. Wieder Jessics, genau. Wieder von Herbert Wixner. Okay. Vielen Dank, Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen auf alle Fälle einen sinnvollen Abend und schöne Ostern. Ja, auch schöne Ostern.